Es wird wieder Zeit, dass Leute aus meinem Team was für mich bestellen. Und natürlich wird es auch wieder Zeit für einen kleinen Verweis auf meinen Abonnieren-Button, weil ab 2 Millionen Abonnenten kriege ich den Gaming-Kanal von Julian Bam. Und natürlich gibt es noch einen Shoutout an meinen Partner Mio Mio. Mio Mio sind meine Partner des Vertrauens. Sie haben diverse Limos, hier sind nicht alle Marken übrigens, es gibt noch viel, viel mehr, die ihr euch auch einfach mal bestellen könnt auf der Webseite. Denn es gibt nämlich ein Probierpaket, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Hier Probierpaket einblenden auf der Webseite. Mio Mio und ich, wir lieben uns und wir haben eine Liebesbeziehung. Wir haben tatsächlich dieses Jahr 1-2 Trips noch geplant. Das heißt, schaut da gerne mal vorbei, lasst euch faszinieren von einer Orangenlimo mit Koffein, einer Zitronenlimo mit Koffein oder einfach nur einer Cola mit Koffein oder auch noch ganz vielen anderen Sachen. Holt euch das Probierpaket, ich kann es nur empfehlen. Und jetzt viel Spaß bei den Bestellsequenzen, ihr kleinen Piss. Hallo, ich bestelle heute das schlechteste Essen. Das Ganze hat eine Bewertung von 7,4 und zwar ziehen wir ja bald aus Köln weg. Und damit Freddy nochmal weiß, was er hier verpassen wird in Köln, dachte ich mir, bestelle ich ein paar kölsche Gerichte. Wir haben heute die Sonderedition Fleisch, deswegen starten wir rein mit einer kleinen Vorspeise. Und das sind, ja, 2 Metthappen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, sowas beim schlechtesten Place zu bestellen, aber ich muss es ja nicht essen. Als Hauptgericht gibt es dann noch einen echten kölschen Klassiker, und zwar Himmel und Erd. Das ist gebratene Blutwurst mit Schmortz, Zwiebeln, Kartoffelpüree und Apfelkompott. Habe ich selber noch nie gegessen, klingt aber nicht so lecker, muss ich sagen. Aber vielleicht ist es ja was, was Freddy irgendwann vermisst, wenn er nicht mehr hier in Köln wohnt. Das haben wir jetzt, 19,80 Euro kostet das Ganze. Ich hoffe, das wird Freddy schmecken und er wird Köln mit diesen Gerichten wertschätzen lernen. Tschüss. Moin moin, ich bestelle jetzt beim besten Fleischspot in Köln. Dafür habe ich mir einen Spot schon rausgesucht. Der hat eine 8,8 und das ist auch der Spot, an den ich sofort gedacht habe, weil ich will versuchen, so zu bestellen, als wenn Nina für mich bestellt. Also den Anschein erweckt, dass Nina quasi meine Bestellung macht, dass Freddy... Es gibt, ich habe auch schon ein bisschen was ausgesucht, ich bestelle kein Sandwich oder so. Wenn wir hier den besten Fleischspot von Köln testen, dann muss es richtig Fleisch sein. Und da habe ich mich für das Brisket entschieden. Brisket ist so die Königsdisziplin im Fleisch. Also man kann sehr viel falsch machen, es kann sehr daneben gehen. Bei dem Spot weiß ich aber, dass sie einen sehr coolen Smoker haben und dass sie das auch hinbekommen werden. Aber wir sollten noch was dazu nehmen. Und zwar nehmen wir die Rippchen, weil ich die ziemlich geil finde. Und irgendwas wird bestimmt auch überbleiben. Alles klar, das ist die Bestellung. Und ja, ich bin raus. Danke. Hallo, ich bestelle heute das mittelbest schlecht bewertetste Fleischessen. Habt ihr es so genannt? Fleischessen, ne? Dafür habe ich mir was ganz Besonderes rausgesucht, nämlich ein Brauhaus. Ich weiß, dass Freddy sehr gerne so deutsch, gut, bürgerlich, Brauhaus-Food mag. Oh, meine letzte Bestellung. Deftiges Rinderkollage. Ach, das ist doch ein Scherz jetzt. Größere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine Currywurst, XXXL Bratwurst und XXL Bockwurst. Kommt schon mal in meinen Einkaufskorb. Es gibt noch Shells Brauhausteller, halbe Haxe, halbe Bratwurst, halbe Bockwurst, 3 Nürnberger Rostbratwürstchen serviert auf Sauerkraut und Kartoffelpüree. Ich nehme einfach den, der kostet auch 25,90 Euro. Ich hoffe, dass dieser Teller groß ist, weil ansonsten schon wieder bodenlos. Ja, also lösche ich dann meine XXXL Bockwurst wieder raus, weil da sind so viele Würste auf dem Teller. Dann bleibe ich dabei. Dann gibt es bei mir den Wurstzerstörer-Teller. Wir gucken mal. Was wird? Was wird? Au. Schauen wir mal rein, was jetzt ist. Boah. Ich rieche schon wieder ganz gut, aber das ist echt heavy. Machen wir einmal auf das Gerät. Oh. Mmh, Fleisch, so super lecker. Guck mal, wie lecker das aussieht, das Fleisch. Und dann haben wir noch Fleisch! Mmh. Oh, das sieht tatsächlich ganz schön geil aus. Dicke Speckschwarten. Wie hast du das gesagt? Sieht aus wie was? Sieht aus wie eine Schuhsohle. Liebe Nina, ist das eine Schuhsohle? Ich habe es nicht ganz rausbekommen, es ist direkt abgebrochen, weil es so zart ist. Ist das eine Schuhsohle für dich? Es riecht sehr honigig, lecker. Mmh, das ist ja wirklich straight up Fleisch, Fleisch, Fleisch. Sehr lecker. Extrem saftig, auch geil fettig. Gehen wir mal hier in das Brisket rein, Alter. Das ist einfach eine Gabel aus Fleisch. Boah, ey, das drippt richtig. Mm. Wenn ihr sowas seht, liebe Veggies, habt ihr wieder Lust auf Fleisch? Nein. Sehr richtig. Ich auch nicht, glaube ich. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn da einfach so ein Lappen hängt, Alter. Wie so eine Zunge. Mhm. Nicht zu salzig, ein bisschen. So ein Pastrami ist das, ne? Wo man das immer sonst so ganz dünn abmacht. Ich bin wirklich absolut kein Fleischexperte. Ich esse gerne Fleisch, aber es ist wirklich super geil austariert. Besonders bei mir ist so wenig Salz noch immer da, bei meinem Schmeckorgan, dass ich das jetzt perfekt austariert finde, weil normalerweise finde ich so Pastrami-Zeug immer zu salzig. Weißt du, was ich meine? Aber finde ich gut. Also in meiner ersten Bewertung wäre das eine 4,5. In meiner privaten. Aber schauen wir mal bei den anderen Sachen rein. Ach so, sorry. Tradition. Nummer 2.
Boah, das ist so sick, Alter. Wir kriegen immer noch kein Geld von Volt. Meine Fresse, machen wir viel Werbung für euch. Boah, ist das schwer. Was ist denn hier drin, Alter? Mein Vorteil hier dran ist natürlich immer, ich sehe die Verpackung. Sowas sieht für mich wertiger aus als zweimal gelb. Schauen wir mal, erst in die leichte rein. Geil! Boah, das ist, macht mich wirklich glücklich und auch ein bisschen zu viel glücklich. So, und das hier ist dann... Bah, was ist das denn? Ist das Blutwurst? Das ist eine Flönz mit Öllisch. Ja, stimmt, mit Öllisch oben drauf. Eine Flönz mit Öllisch oben drauf. Was ist unten, was da drunter? Kartoffelsalat und Apfelmus. Was ist das denn für eine Widerlichkeit, die sich hier zusammenbraut? Sowas kenne ich nur von einer Station immer. Und das sind meistens Brauhäuser, die dir sowas schicken. Etwas zu krass getoasteten Brote, die dann nochmal hochgezogen werden, aber eigentlich ganz gut. Habe ich noch nie probiert. Let's try. Ich bin ein bisschen Angst auch, ne? Weil, keine Ahnung, es sieht so aus wie dieses komische Aktivkohle-Eis, was ich mal gegessen habe. Und danach habe ich 2 Wochen so ganz komischen Stuhlgang gehabt, sage ich euch. Also ich habe mich immer jeden Tag ein bisschen erschreckelt. Ich weiß nicht, ob ich Blutwurst... Oh ja, es ist Blutwurst. Ich glaube, ich mag Blutwurst nicht. Oh ja, es hat so diese Blutkonsistenz, das so geronnen ist. Oh Gott, ich komme ganz schlecht klar mit Blut, falls ich in Ohnmacht kippe. Lass mich einfach fallen. Du magst mega gerne. Let's try! Oh, tatsächlich viel. Boah, ist das deftig, Alter. Was haben wir da drunter noch? Kasalat, Apfelmus, Kartoffelsalat. Oder soll es Brei sein? Zwiebelchen und ein Stückchen hiervon. Das ist ja kein Kartoffelsalat. Ist das Stampf? Ich glaube, das ist Stampf, das ist gar kein Salat, weil das ist ja dann nicht so essiglastig. Wild, ich dachte, ich finde es deutlich schlimmer, aber tue ich nicht. Pfeffer, Salz, gehen Sie von aus, hat man zu Hause. Das ist der Brauhaus-Spirit und dann immer nochmal eine Gabel durchgezogen, damit man die schönen Linien hat. Das ist der Acker. Mhm. Ist geil. Boah, ey. Matt, ne? Ein bisschen rein mit den Schneidezähnen, dass überall diese weißen Fäden jetzt runterhängen, als wäre es irgendwie hier Theater oder so. Aber bei mir selber ist es ein... Bin ich sehr unschlüssig. Ich finde den Kartoffelbrei jetzt nicht so geil. Die Wurst ist schon heftig deftig. Eigentlich ist es so mein Fall, mir fehlt da aber, also persönlich, oh Gott, ist ja nur die persönliche Bewertung, mir fehlt da was. Ich krieg bei diesem Blutthema, ich habe einfach ein Blutthema, ich weiß auch nicht, was das ist. So. Schmeckt aber tatsächlich lecker. Also es ist aber schon eher, wenn ich es damit vergleiche, ist es eine 3,5, muss ich sagen. Ist eine 3,5 mit allem zusammen. Oh, heute perfekt geworfen. Annika leider krank zu Hause, deswegen man merkt, dass Martin heute... Ey, was ist denn mit diesen Fleischleuten, Alter? Da ist so ein fucking Säugling verpackt einfach. Was ist denn jetzt los? Boah, Junge, ey. Boah, da hat er richtig reingeschissen. Ey. Ich sag's euch, das ist ja mega unangenehm. Was ist es? Oh. Tradition. Gericht Nummer 3. What? Was bist du denn? Also sieht geil aus, das kann man jetzt schon mal sagen. Holy shit. Das zu liefern ist mutig auf jeden Fall. So, wir haben diverses an Wurst. Schauen wir mal. Ist was drin? Nee. Der Mann, der daneben mir steht, hatte mal einen Wurstladen. Wurstcase, Rip. Mhm. Oh, geiler Krautsalat. Bis dato alles jetzt nicht so ultra dramatisch. Das wird mir echt ziemlich schwer fallen heute bei Fleisch. Mhm. Lecker. Kleine Nürnberger. Schmeckt wie immer, überwiegt nichts. Ich finde das Püree hier viel geiler. Ist wahrscheinlich, weil die Hitze von den ganzen anderen Sachen einfach das ein bisschen mehr zusammengehalten hat. Hier ist es halt schon so stückchenhaft. Hier ist es tatsächlich nur so Püree-mäßig. Mhm. Wie heißen die bei dir? Wiener. Wie ist es bei dir hier? Du als... Das ist eine Bockwurst. Bei uns waren es Seidenwürstle. Keine Reaktion, naja. Schauen wir mal, gehen wir mal hier in den Krustenbraten rein, dann gehen wir mal einmal hier rum. Die Frage, die ich mir jetzt in letzter Zeit häufiger stelle, und ich weiß, es ist problematisch, dass ich in letzter Zeit sage, wie isst man das richtig? So asozial, einfach runter? Oder muss man die Kruste abschneiden und dann sich so durch zum Fleisch zuzeln und dann schön, schön mischen? Was sagst du? Beides zusammen. Schöne Fettschicht runter und Fettkruste. Let's try. Ist schon ein bisschen abgekühlt natürlich, wegen geliefert. So knackig in der Lieferung. Ist eine gute Nummer. Boah, das wird jetzt schwer. Holy shit. Wie immer,
Ihr wisst es, ihr kennt es, ich muss herausfinden, wer hat was bestellt, Nummer 1. Nummer 2, wie die echten Bewertungen sind und was das Beste, Mittelbewertetste und Schlechteste ist. Sortieren wir erstmal nach gut zu schlecht, weil schlecht ist hiervon wirklich gar nichts. Das hier übrigens, wie das, deswegen bin ich so verunsichert, das ist eine 4,5 bei mir. Haxenbraten so liefern zu können, ist schon eine Nummer. Brauhäuser in Köln, so wieder so eher kritisch. Brauhäuser wegen dem Mettbrot und jetzt hier, boah, was bist du? Das kann eigentlich nur geil sein. Ich sage, das ist das Beste. Ich glaube, das hier ist das Mittelfeld und ich sage jetzt einfach, weil Köln so weird ist, das hier das Schlechteste. Aber einfach nur wegen Brauhäusern. Kann auch sein, dass die besser sind und das, aber das hier, boah, ist das schwer. Die echten Bewertungen. Gehen wir mal dazu rüber. Das hier ist eine 7,4. Hier sind wir bei einer 8,0. Die sind nah aneinander, sage ich. Und das hier ist eine 9,2. Und jetzt, wer was bestellt hat? Haxe. Könnte so ein Nina-Gag sein. Ich mache heute Bauchgefühl. Ich sage, das ist Nina. Ich glaube fast, Martin ist in die obwohl, Martin könnte auch das sein. Boah, was ist mein Bauchgefühl? Bauchgefühl ist Martin, ist das Brauhaus und Dustin ist das da. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Auflösung und teleportieren mal unsere drei Besteller und Bestellerinnen hier hin. Alle sind da, auch Nina. Hi. Dann würde ich sagen, ich habe zugeordnet, ich habe probiert. Dann würde ich mich jetzt mal kurz, würde ich mit euch tauschen, in den Hintergrund gehen und dann würde ich euch bitten, jetzt mal zu eurem Gericht zu gehen. Müssen wir uns mischen oder geht das einfach so? Boah, also ihr könnt einfach jetzt so mal ein bisschen noch so tun und dann euch einfach hinstellen, wie ihr denn da aufgestellt seid. Okay. Okay. Wo ist mein Bald ihr dann ready? Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, was passiert hier. Jemand hat dann meinen Arsch gefasst. Okay. Alright. Nina ist die Haxe. Ja. Den mal wieder. Dich habe ich häufiger richtig, habe ich das Gefühl. Ach man. Okay. Dann brauche ich jetzt. Warum? Ich hatte eine Storyline. Und zwar ziehen wir ja bald aus Köln weg und ich dachte, ich bringe dir nochmal so eine einen kölschen Klassiker. Himmel und Ed. Himmel und Ed. Und ich zeig dir nochmal, wie geil Köln doch ist, dass ja, wir hier dachte, bleiben können. Ich dachte, ja. Du vermisst dann vielleicht, was du sagst und so. Wir bleiben doch hier. Ist ja. Schon in Ordnung. Es gibt auch in Mönchengladbach Blutwurst, also Boss. Mach dir nichts draus. Und keine Flöns. Keine Flöns. Was war bei dir los? Haxe, ne? Ja, ich wollte das einfach war relativ mal, einfach. Einfach mal gucken. Ich hatte erst einen Gulasch für dich rausgesucht, aber dann habe ich gesehen, dass das deine letzte Bestellung war im Restaurant. Und dann dachte ich mir, wenn... Ich habe das schon mal bestellt. Ja. Oh. Und Gulasch scheinbar. Lass mich. Und ich dachte, dann kann ich den ja nicht nochmal nehmen und dann wollte ich dir einen Sauerbraten bestellen, aber den habe ich dir schon mal bestellt und dann fand ich die Haxe mit Würste irgendwie geil. Haxe mit auch Würste. Haxe mit Würste. Ja. Boah, Mann, ey, da war eigentlich mein Instinkt Martin. Der Mann! Ja, aber... Ich hab's extra noch gesagt. Ich habe extra so krass nur Fleisch genommen, ja. Dass ich so einfach gedacht habe, so, was würde Nina bestellen, wenn sie für Martin bestellen würde? Also so tun würde, als wäre sie ich. Und dann dachte ich einfach nur Fleisch voll in die Fresse. Auf jeden und Fall gar keine Beilage, keine Soße oder so. Fleisch hast du voll das in die verstanden, was er gesagt hat? Nein. Ja, aber dann würde ich jetzt mal einfach durchfragen, wie es sich gehört. Wer hat denn das Schlechteste bestellt, das Schlechtbewertetste? Ah ja, okay, dann haben wir das zumindest schon mal richtig. Wer hat denn das Mittelbewertetste bestellt? Ah ja! Yeah. Wer hat denn das Bestbewertetste bestellt? Ah ja! Schmack ist back! Schmack ist back, ey! Schmack ist back! Comeback des Jahres, ey! Ja, Comeback des Jahres, Geschmacksnerv, voila! Das finde ich ja tatsächlich ganz spannend. Und wie sieht es aus von den Bewertungen? Was hat denn dein Schlechtbewertetstes für eine Bewertung? Was hast du denn nochmal gesagt? 7,4, glaube ich. Ja, Robert hatte eine 7,4 wohl. Ah, wirklich? Ja, Brauhäuser sind immer scheiße bewertet in Köln. Was hat es denn bei dir? Ich habe, glaube ich, einfach 8 gesagt. Ja, eine 7,6. Boah, das ist aber nah dran. Okay, krass. Okay, aber auch close. Und bei dir? Ich hatte 9, glaube ich. 9,2 hast du gesagt. Das ist eine 8,8. Boah, aber ich würde auch, ich habe schon öfter dort bestellt, ich würde safe sagen, es ist eine 9,2 mindestens. Ja. Für Martin weil die haben auch ist super das gute Beste. Sandwiches und gute auch vegane Beilagen. Ja, ja, Kartoffeln ja. Und so. Sieht man. Einfach Fleisch in der Box, ey. Hier, bitteschön. Ja. Oh, das ist immer ein bisschen Fleisch als Side-Dish. Tatsächlich alles gut. Also das war jetzt wirklich sehr schwer, weil ich fand das wirklich schwer. Jetzt, ich halte mein Maul. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.